habe. Das waren alle, also vier Sequenzen. Vier Festungssequenzen gibt's. Und dieses Boni übrigens, also was die Rebellen da jetzt haben, das zählt als General. Das wusste ich auch nicht. Sieht man jetzt übrigens da auch. Das zählt als General. Hätte ich zum Beispiel auch nicht gedacht. Da kann man mal sehen. Man kann noch was lernen, tatsächlich. Wahnsinn. Aber scheint nicht so gut zu sein wie ein General. Es sei denn, die KI hat wieder Vorteil. Ne? Wäre ja nicht das erste Mal, dass die KI Vorteile hat. Ne? Zwinker, Zwinker. Ich sag nur Command & Conquer. Ja. Auch wenn es anderen passiert, finde ich das schön. Aber wenn es mir passiert, finde ich das nicht so schön. Kennt ihr bestimmt auch. So ist das. Oh, es gibt noch so viele Spiele, die ich gerne machen möchte mit euch. Besonders glaubt ihr gar nicht. Ich wollte gerade sagen, also wenn er da den General lässt, das wäre ein bisschen gefährlich. Also für den General. Weil Arabien ist eins der Gebiete, was am meisten von solchen Sachen betroffen ist. Wie Zufallsereignissen und Rebellion. Vor allen Dingen finde ich das auch immer wieder interessant, welche Farben die Rebellen haben. Also Civilization 2 zum Beispiel war es rot. Civilization 3 ist es weiß. Ich glaube, Civilization 4 ist es schwarz. Civi 5 ist es schwarz-rot. Hier ist es grau. Also eigentlich nehmen sie so ziemlich jede Farbe ein. Also es ist echt spannend teilweise. Also die fast immer haben sie verschiedene Farben, die Rebellen. Aber ich finde das cool, dass hier Rebellen dabei sind. In der klassischen Version waren ja keine Rebellen dabei. Also ich hatte ja mal mit meinem Vater zusammen, aber auch das ist schon Ewigkeiten her. Ich glaube, da hatten wir das mal so ähnlich gemacht. Da hatten wir dann quasi mit drei Leuten gespielt, also Vater, Mutter und ich. Und dann hatten wir das dann eben halt auch so gemacht, so jeder hatte so seine Farbe und dann hatten wir noch einen vierten dazu genommen, das war dann quasi der Rebell, der dann immer am Ende jeder Runde dann immer für jedes Land dann ein Bataillon dazu gekriegt hat, also pro Land immer eine Figur. Hat man dann immer diese Figuren, den kleinen Soldaten, dann den Reiter und die Kanonen, da läuft es anders. Da hat man dann die Soldaten von 1 bis 4, dann ab 5 kommt dann der Kavallerist dazu und ab 10 dann das Geschütz. Also so kenne ich Risiko. Ne, und dann kann man dann immer so überlegen, ja, nimmt man da eine Karte und wie sieht das dann an? Das ist dann die Hauptstadt, die legt man dann verdeckt so ungefähr. Und wenn der Gegner die dann zufälligerweise erobert, dann kriegt man dann die Gefechtskarten. Irgendwie so war das, glaube ich. Also ich habe das Brettspiel Risiko ewig nicht mehr gespielt. Das ist so lange her. Ein Bataillon verloren, ein Bataillon verloren, ein Bataillon verloren, ein Bataillon verloren. Ich mache das übrigens jetzt immer ein bisschen schneller, guckt euch das an, fast 70 Länder. Keine Sorge, das wird auch runtergehen bei den Rebellen. Ja, also wie gesagt, das Brettspielrisiko habe ich auch lange nicht mehr gespielt. Aber so ist das nun mal. Rebellische Reiter. Wer hätte das gedacht, dass man die mal sehen würde? Rebellische Kavalleristen. Ich glaube, es gab sogar mal eine Sequenz, da hat man rebellische Kanonen gesehen. Ja. Das ist genau das, was ich das eine Mal befürchtet hatte. Wo ich gedacht habe, scheiße, die fallen bei mir ein. Und richtig, das tun sie. Aber wartet ab, wie die Schlacht ausgeht. Werden die Rebellen es schaffen? Oder werden sie scheitern? Ich weiß es nicht. Finde ich gut. Da sieht man sie jetzt, die Kanonen. Ja, Schlacht ist unentschieden. Entschlossene schwarze Krieger. Also, ne? Farblich. Also Uniform, farblich. Na, hat er ganz schnell aufgegeben. Das finde ich auch interessant, wie schnell sie aufgegeben haben. Genau, und das eine Bataillon wollte ich zurückziehen. Das habe ich einfach zurückgezogen. Ja, der Rebell wird ein bisschen frech. Aber wie gesagt, den stopfen wir noch das Maul. Keine Sorge.
Vor allem war ich da froh, dass meine Jungs sich wehren. Ja. Ja, die Rebellen greifen mich ordentlich an. Aber wie gesagt, das ändert sich noch. Da werden sie sich noch richtig umgucken dann, die Rebellen. Finde ich aber besonders toll, wenn meine Leute sich einfach so platt machen lassen. Aber ich bin wieder Erster. Mit 86 Bataillonen. So ist das. Und falls ihr gucken könntet, möchtet, was die statistischen Werte angeht, also Kontinente, Länder und so weiter, einfach die Pausentaste drücken, dann könnt ihr euch das in Ruhe angucken. Deswegen drücke ich das auch so schnell weg, weil ich möchte einfach vorankommen, weiter voranschreiten. Und falls Kommentare kommen, ja, mit den Reitern und mit den Kanonen machst du das doch wesentlich schneller, das weiß ich. Aber ich mag das irgendwie immer, einen einzelnen Bataillon zu stationieren. Das mag ich lieber. Es stimmt zwar, man kann diese Funktion nutzen, das geht dann auch ein bisschen schneller. Vielleicht mache ich das ja auch früher oder später nochmal, aber ich gehe immer lieber ein bisschen überlegter vor. Deswegen mache ich das immer mit einer, weil da kann man das immer optimal steuern, finde ich. Weil wenn man da plötzlich einmal zu viel klickt, dann sind plötzlich 5 Bataillone oder 10 Bataillone auf dem falschen Gebiet. Ein bisschen doof. Außerdem kann es ja sein, dass man vielleicht nochmal vorbauen möchte oder einen General anwerben möchte. Das kann ja auch durchaus sein. Genau, und wenn man 5 Karten oder mehr hat, dann bekommt man immer den Hinweis, dass man tauschen muss. Ne? Also da muss man nicht auf Toilette, da muss man wirklich tauschen. Da hat man dann keine andere Wahl. Und ich meine, dass man pro Karte, wo das eigene Land, also wo die eigene Flagge drauf ist, dass man da noch einen Bonus oben drauf bekommt. Ich glaube, das war auf dem Brettspiel so. Also wenn man irgendwie einen Kartensatz tauscht, ist es ja genauso auf dem Brettspiel wie hier. Da guckt man dann auch immer, ja, zum Beispiel, sagen wir jetzt zum Beispiel mal Schleswig-Holstein. So, Schleswig-Holstein guckt man, ist das in meinem Besitz oder nicht. Wenn man sieht, oh geil, ist in meinem Besitz, kriegt man einen Boni. Also im Bonus. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, pro Land, das einem gehört, kriegt man, sagen wir jetzt mal 5 Bataillone dazu. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie auf dem Brettspiel die Regel war. Aber auf jeden Fall kriegt man Boni, meine ich. Ich meine es. Ich bin mir nicht sicher. Bonus übrigens. Boni ist Mehrzahl. Wollen ja korrekt bleiben. Nicht, dass Sagano es wieder schreibt. Nee, das ist falsch! Ne? Dann hatten wir ja auch das Phänomen mit der und das Schild. Bei Risen hatte ich das, glaube ich, richtig und beim anderen Spiel hatte ich das falsch. Ja. Ist ein bisschen verwirrend. Übrigens, die Niederlande gelten auch als eigener Kontinent, also die Benelux-Staaten. Weiß ja nicht, ob ihr es wusstet. Gerade sehen, sie haben die Niederlande befreit. Oh. Ja, ein kleiner Hauch von Größenwahn geht so langsam durch den schwarzen Spieler durch. Und das ist eins der wenigen Male, wo meine Soldaten so durchmarschieren. Eins der wenigen Male. Meistens werden die ja immer erschossen. Aber in dem Fall nicht. Das war einfach schön. Vor allem finde ich die Musik interessant von Risiko. Die ist teilweise so ein bisschen beruhigend oder so ein bisschen anderweitig orientiert. Und dann kommt plötzlich die Videosequenz dazu. Finde ich ein bisschen lustig. Also kommt mir zumindest so vor. Es kann auch sein, dass ich mich irre. Möglich ist es ja. Und wie ihr seht, mittlerweile haben wir über 40 Länder. Mit diesem Kampf hier 42 Länder. Ja, Risiko. Ein schönes Spiel. Es macht Spaß.
Und ich habe gerade einen Kommentar gekriegt. Von meiner Freundin. Werde ich nachher beantworten. Aber nicht jetzt. Jetzt nehme ich ja erstmal die Nachsynchro mit euch auf. Genau, da hatte ich zuerst noch überlegt, aber dann habe ich gedacht, ach komm. Ne? Wegen den einen Punktgeneral da unten. In diesem Waldgebiet, wo wir ja ursprünglich herkamen. Ne, das darf man ja auch nicht vergessen. Genau, und da greife ich von Schleswig-Holstein aus Kopenhagen an. Also die Hauptstadt Dänemarks greife ich einfach so an. Von Schleswig-Holstein aus. Unglaublich. Und ihr seht richtig, unentschieden. Bei fünffacher Stärke unentschieden. Ja. Alles klar. Das wäre genauso, als würde der FC Bayern, was weiß ich, gegen Sandhausen spielen. Und Sandhausen würde ein 1-1 machen gegen Bayern. Das wär's. Hier ist nochmal das Beispiel. Oder x-beliebiger Fünfligist oder wie auch immer. Also mit Fußball vergleichen ist sowieso immer so ein bisschen. Aber damit man das mal besser verdeutlichen kann. Wie gesagt, ich werde ein bisschen größtwahnsinnig, aber nur ein bisschen. Ich denke ja nur für die Menschen. Für das Volk. Was? Ich weiß übrigens nicht gerade, ob ein Fort theoretisch im Kampf auch komplett kaputt gehen kann. Das weiß ich tatsächlich nicht. Das habe ich noch nie erlebt, dass ein Fort wirklich komplett kaputt gehen kann. Also, dass es auf Null kommt. Bin ich mir echt nicht sicher, weil das habe ich auch noch nie gehabt, dass ein Fort wirklich komplett kaputt geht. Bisschen zerbombt worden, ne? Also übrigens, ein Angriff auf ein Fort oder eine Hauptstadt wird genauso gewertet wie ein Angriff auf schwieriges Gelände, sagen wir es mal so. Schwieriges Gelände heißt Gebirge, Palmengebiet und Baumgebiet, Waldgebiet. Meine Güte. Schweres Wort. Es kämpfen zwar größere Armeen gegeneinander. Ich meine, habt ihr es gerade gesehen? Von 82 Bataillonen auf 0 runter. Das war der heftigste Verlust, den ich je gesehen habe. Echt, das waren 85 Bataillonen. Erst verliert er 3, dann 82. Alle weg. Das war echt heftig. Aber ich fand's auch cool. Weil die gingen ja an mich. Mehr oder weniger. Ja, und da habe ich dann bemerkt, scheiße, ich hätte den 34er erstmal angreifen müssen. Dann habe ich aber gedacht, Mensch, ich habe ja den noch da unten. Nimm mir den doch. Habe ich auch gemacht, wie man sieht. Ich finde es immer so toll, wenn die Soldaten umfallen. Super. Aber die Reiter, die ziehen durch. Also wenn die von vorne gefilmt werden und dann so langsam seitlich sind, dann passiert nichts. Ja. Und die legen sich alle schlafen. Toll. Das Geschütz bleibt intakt, aber die fallen tot um. Also entweder passiert das oder das Geschütz wird zerstört und die fallen alle danach um. Ja, ja. Ungefähr so. Genau. Super. Schwarzes Siegreich. Jawohl! Yeah. Man jubelt einfach nochmal mit. Einfach nur mal so. Wo man Zuschauer ist, aber trotzdem. Geht den einen oder anderen von euch wahrscheinlich genauso. Ihr spielt dieselbe Farbe. Das ja, geil! Ich hab gewonnen. Ach nee, das ist ja ein Let's Play. Achso, ja. Kennt ihr bestimmt auch das Gefühl. Genau, und da habe ich mir dann gedacht, zur Gebietssicherung dachte ich, dann greife ich dann auch noch den Fünfer an. Dann ist der nämlich auch gleich weg. Ja, ihr merkt, so langsam entsteht ein schwarzes Imperium. Also von der Spielerfarbe her schwarz. Ich trete quasi das Erbe von Grün an. Und Weiß. Und Braun auch ein bisschen.
Braun hat in Italien nicht so viele Gebiete, aber Afrika. Also Braun auch in dem Sinne. Also das braune Erbe habe ich sogar schon angetreten, weil die Rebellen von Braun habe ich alle schon vernichtet, meines Wissens nach. Die waren alle weg. Nur eben halt die Rebellen von Weiß und von Grün sind übrig. Ja. Und wieder fallen sie um. Dieses Mal haben sie ja da angegriffen, die Rebellen. Aber bei einem Kampf gegen Rebellen darf man, wie gesagt, nie vergessen, dass die Bataillone nicht verloren gehen, sondern dass man die in Form von Zwangsrekrutierten wiederbekommt. Deswegen führe ich auch zum Beispiel so oft Angriffe gegen die Rebellen durch. Weil die kriegt man dann in Form von Zwangsrekruten wieder. Das heißt, man kriegt dann mehr Bataillone. Deswegen mache ich das nämlich auch. Sie haben Sahara befreit. Ja, Sahara. Hm. Das ist ein sehr rebellisches Gebiet, möchte ich mal sagen. Genau, und da habe ich dann gedacht, ach, weißt du was, jetzt marschieren wir auch noch in England ein. Jetzt wäre ich ganz größenwahnsinnig. Ja, 74 Bataillone, ne? Mit General und Festung will man sich doch nicht entgehen lassen. Bevor der Rote sich das krallt, dann hole ich mir das lieber. Habe ich mir gedacht. Deswegen habe ich dann nämlich auch angegriffen. Finde ich immer ein bisschen brutal, wenn das Pferd mit drauf geht. Wenn der Reiter mit drauf geht, egal. Aber das Pferd wird, ist dann nicht so nett. Hier sieht man wieder ein ähnliches Phänomen. Das waren über 70 Bataillonen. Die haben wir auf 2 runtergekloppt. Okay, auf 0. Finde ich immer heftig. Ja, so engt man den Rebellen an. Hier seht ihr die Besonderheit der Hauptstadt. Normalerweise, wenn unser General weg ist, werden die auf flachem Gebiet auf 20 Bataillone runtergestuft oder bei schwierigem Gebiet auf 10. Da aber eine Hauptstadt steht, gilt die Hauptstadt auch gleichzeitig als General. Das heißt, da ist es unabhängig davon, wie viele Bataillone man da stehen hat. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht mehr. Es kann mal sein, dass ich das mal wusste, aber ich habe es tatsächlich vergessen dann. Und in dem Sinne kann man da tatsächlich seine Bataillone behalten. Aber nur auf Hauptstadtgebiet. Genau, da wollte ich nur eine 18 hinsetzen, damit der, oder 20, damit der Gegner nicht auf dumme Gedanken kommt, also der Rebell. Ja, wir haben doch schon einiges erreicht mit unseren kleinen Truppen. Klein und bescheiden, wie wir sind. Und wir könnten theoretisch tauschen, weil wir haben ja einen Joker dabei. Quasi. Genau. Bündnis mit Rot über 3 Runden. Hm. Wie gesagt, es gibt ja noch eine Überraschung in der Aufnahmesession. Die werdet ihr noch sehen. Die kommt, glaube ich, erst so ziemlich kurz vor Schluss, glaube ich sogar. Aber die kommt noch. Und die hat mit Gelb zu tun. Mehr sage ich nicht. Die hat mit Gelb zu tun. Reicht. Mehr sage ich nicht. Ich finde das immer klasse, wenn die Truppen einfach nur marschieren. Gut, bei KI finde ich das nicht so toll, aber man sieht hier, General ist im Kampf gefallen. Das ist bei ihm aber jetzt nicht unbedingt so verheerend, weil so viele Bataillone waren da jetzt nicht, also es würde ihn nicht so treffen. Gut, ist jetzt blöd, weil der Lilane da ein paar mehr Bataillone stehen hat. Aber ich meine, er will ja auch einen Kontinent halten, ne? Wie gesagt, Kontinente sind immer an dieser fetten Grenze zu erkennen. Und da war ich irritiert. Da habe ich mich gefragt, was will der Lilane in Italien? Weil ein Kontinent hat der Lilane ja schon. Es kann durchaus sein, dass der Lilane versuchen will, einen zweiten Kontinent anzustreben, nämlich in Form von Süditalien. Weil Italien ist ja auf dieser Karte geteilt, warum auch immer. Es gibt einen norditalienischen Kontinent und einen süditalienischen Kontinent. Mit viel Festungen, das sollte man noch dazu sagen. Aber ich glaube, so ziemlich jedes Land fast, bis auf das, dass der Lilane gerade angreift, ist gepflastert von Festungen. Ja gut, und das Land da drüber nicht. Aber ansonsten, von den 5 Ländern sind 3 gepflastert. Das finde ich heftig.
Ich find's immer schön, wenn der Rote was verliert. Und wie man sieht, ländertechnisch ist der Rote der Schwächste mit 7. Ihr müsst ja vorstellen, als wir angefangen haben, hatte jeder von uns 20 Länder. Also auch der Braune, der Weiße, der Grüne, also alle. Ja. Der Braune, der Grüne und der Weiße sind besiegt. Und der Rote, ihr seht es ja. So ziemlich am Ende. So ziemlich. Aber fallen tut er erst, wenn die Hauptstadt weg ist. Vorher nicht. Mhm. Genau, und der Blaue kommt zu uns. In unsere Richtung. Und lädt sogar nur einmal durch. Wahnsinn. Aber der General fällt. Das heißt, er verliert jetzt 8 Bataillone mit, weil das ja ein schwieriges Gebiet ist, wegen den Palmen. Also, weil da Palmen sind. Also mit Palmen wird das markiert. Entschuldigung übrigens. 17 Bataillone verloren, alter Schwede. Ein Bataillon. 29. Das tat mir tatsächlich weh. 29 Bataillone zu verlieren war echt heftig. 7 Bataillone mit verlorenen General. 34 Bataillone. Also teilweise tut das echt weh, die Verluste. Ich finde es immer wieder interessant, wie die Rebellen sich wehren. Und auch erfolgreich wären. Aber gut, die haben... Guckt euch das an. Die haben immer noch über 50 Länder. Das ist heftig. Echt. Wo ich teilweise Spiele hatte, da hatten sie gar keine Ländereien mehr. Und jetzt haben sie über 50. Muss man sich mal vorstellen.